Freunde, hier ist wieder Frank ein Hesse on Tour. Wir befinden uns heute auf der Fahrt nach Remagen und dort wollen wir uns mal die berühmte Brücke von Remagen anschauen, die ja auch Ludendorffbrücke genannt wurde. Viel Spaß dabei! Wir sind heute mal hier nach Remagen gefahren und wollen uns jetzt erstmal in dem Friedensmuseum umschauen. Dazu nehme ich euch wieder gerne mit. Viel Spaß dabei! Hier kommen wir jetzt auch an einem Schild vorbei, die Remagener Wanderwege. Und vor uns haben wir schon schöne Felsmassive. Von hier aus mache ich jetzt mal einen Rundblick. Da steht auch ein altes Gemäuer. Dort im Berg gibt es eine Höhle. Hier sind wir jetzt an der berühmten Friedensbrücke von Remagen. Ein kleiner Rest dieser Brücke steht noch hier. Hier stehen wir jetzt vor dem Friedensmuseum, was auch ein Teil dieser Brücke war. Die Flutbögen.
Die Eisenbahnbrücke bei Remagen wurde 1912 geplant und von 1916 bis 1918 im Ersten Weltkrieg gebaut, um die Truppen an die Westfront zu bringen. Kaiser Wilhelm II. Gab ihr den Namen Ludendorff-Brücke zu Ehren des Generalquartiermeisters des Heeres, Erich Ludendorff. Im Zweiten Weltkrieg erlangte sie ihre bis heute andauernde Berühmtheit, als am 7. März 1945 Soldaten der 9. US-Panzerdivision die Ludendorff-Brücke völlig unerwartet und zerstört einnehmen konnten. Auf deutscher Seite war die vorbereitete Sprengung fehlgeschlagen. Dieses Wunder von Remagen soll General Eisenhower mit dem Ausruf "Die Brücke ist ihr Gewicht in Gold wert" kommentiert haben. Ja, Freunde, so sah die Brücke einmal aus. Und jetzt gehen wir in das Friedensmuseum. Das Museum ist sehr interessant. Es zeigt viele Bilder und Dokumente jener Zeit. Alltags- und Ausrüstungsgegenstände von den Soldaten und vieles mehr. Der Besucher, der taucht an die Originalschauplätze, in die historische Geschehnisse des Kampfes um die Brücke in Remagen ein und man versteht, welche Bedeutung die Eroberung der Brücke innewohnte und welchen Mut und Entschlossenheit es bedurfte, um die damit verbundenen realen Gefahren bis hin zum eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Dieser Übergang der Westalliierten über den Rhein war der erste alliierte Übergang. Und die Brücke, die hat ja am 7. März dann standgehalten, obwohl man ja versucht hatte, sie zu sprengen. Wahrscheinlich hatte man nicht so viel Sprengstoff verwendet. Und am 17. März ist die Brücke dann in sich zusammengefallen. Wahrscheinlich durch die Belastung der Überquerung und den Folgen der Sprengung. Bei dem Einsturz wurden 32 amerikanische Pioniere getötet und weitere 63 verletzt. Ja, Freunde, das war, wie gesagt, der Rundgang durch das Museum. Ich fand es sehr, sehr interessant. Damit endet dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Like, ein Abo oder einen Kommentar. Bis zu unserem nächsten Video. Tschüss!